Hallo, hier ist The MacTestman und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr das Hintergrundbild beim Anmelden eures Macs ändern könnt. Am besten fangt ihr im Finder an, also öffnet ihr ein neues Fenster und dann geht ihr hier oben auf Macintosh HD. Dann öffnet ihr den Ordner System, könnt ihr euch orientieren dran, ist immer so ein X vorne drauf. Dann in Library. Und dann sucht ihr nach dem Ordner Call Services. Der hat auch wieder ein X vorne dran. Den öffnet ihr dann. Und in diesem Ordner sucht ihr nach der Datei defaultdesktop.jpg. Also relativ weit oben. Hier ist er auch. Schaut also so aus. Und wenn jetzt ein Hintergrundbild aus den vorinstallierten nehmen wollt, dann könnt ihr noch ein zweites Finder-Fenster öffnen. Und dann geht ihr auch wieder hier oben auf Macintosh HD. Und jetzt geht ihr auf Library. Da in den Ordner Desktop Pictures. Und dann habt ihr hier eure ganzen Hintergrundbilder. Ich nehme jetzt mal eins aus dem Ordner Plans. Was nehme ich? Naja, jetzt nicht unbedingt. Ja, dann nehme ich mal maple.jpg. Ich ändere auch den Hintergrund meines Desktops jetzt mal nach diesem Bild und schaue das Ganze später ein bisschen besser aus. Das sind die hier. Gut, jetzt will ich dieses Bild hier dann später ersetzen. Also, dann geht ihr, also ihr markiert es einmal, dann geht ihr auf Command und C für kopieren. Also nicht das Bild so rausziehen, weil sonst habt ihr das später nicht mehr. Also Command und kopieren. Und ich habe jetzt hier einen Ordner, den habe ich Anmeldung genannt. Da kopiere ich es jetzt einfach rein. So, dann könnt ihr dieses Finder-Fenster wieder schließen. Und bevor ihr jetzt anfangt, solltet ihr vielleicht von dieser Bilddatei eine Sicherungskopie erstellen, damit ihr später auch wieder das Bild rückgängig machen könnt. Um das rauszuziehen, geht ihr auch wieder auf Command und kopieren und fügt das dann zum Beispiel auf eurem Schreibtisch ein. Also nicht rausziehen. Gut, dann geht ihr in dieses Finder-Fenster und benennt das Bild hier jetzt Maple oder Maple, weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Benennt das in Default Desktop um. Und die Schreibweise muss exakt dieselbe sein wie hier. Sonst funktioniert das später nicht. Das Ganze muss eine JPEG-Bilddatei sein. Und wenn ihr das dann umbenannt habt, dann könnt ihr es einfach in diesen Ordner hier rüberziehen. Dann müsst ihr euch identifizieren, um im System eben was verändern zu können. Dann klickt ihr hier unten auf Bilddatei ersetzen. Und dann müsst ihr euer Kennwort eingeben. So, jetzt habt ihr dieses Bild hier geändert. Und jetzt könnt ihr sämtliche Fenster wieder zumachen. Und ich wechsle jetzt mal zur externen Kamera und zeige euch, wie das Ganze dann ausschaut. So, jetzt bin ich mal an der Kamera. Ich habe jetzt nicht alles im Bild. Ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm. Und ich melde mich jetzt mal ab. So, und wenn ihr euch dann abgemeldet habt, dann habt ihr hier euer eigenes Hintergrundbild. Jetzt melde ich mich mal schnell wieder an. Und dann habt ihr eben hier diesen, ja, schnittlosen Übergang. Ja, was ihr beim Hintergrundbild beachten sollt, wenn ihr ein eigenes nehmt, dass es eben ungefähr die Größe eures Bildschirms hat, damit das Ganze nicht unscharf wird. Ja, wenn ihr da noch Fragen habt, dann könnt ihr ja einen Kommentar schreiben.